Hallo Leute, Assalamu alaikum. Erstmal folgen, liken, das Video reinziehen und kommentieren nicht vergessen, ja? Heute ein Interview mit Mois, mit den einzig wahren Leuten. Nabil, sehr lange nicht gesehen. Salam. Waalaikumsalam. Yeah. Guten Morgen, Österreich. Wir haben uns hier versammelt zu einem Interview, sagst du. Genau, ich habe ein paar Fragen, ja? Ja. Kann ich offen alles fragen oder gibt es Sachen, wo ich nicht ansprechen sollte, ja? Du kannst, also wenn du jetzt vor mir sitzt, kannst du eigentlich alles fragen. Boah, stark, ja, stark, wallah, wallah. Nichts zu verheimlichen, Leute, ja, wallah, Ehrenmann. Allererste Frage, ja? Ja. Wir haben alle mitbekommen, so, die Leute machen einen Shitstorm, so, Spendengelder und dann warst du auch Knast und so. Also, was ist mit diesen Spendengeldern passiert? Weil, also, wie ich dich kenne, du hast mehr als 100.000 Euro gespendet. Und wenn du so, guck mal, viele sagen so, 100.000 Euro hat er weggenommen und so. Wenn du willst, du machst einen Kampf und holst du schon 100.000 Euro raus. Du brauchst das Geld nicht. Warum? Was ist da passiert alles? Wollt ihr das nicht alleine machen? Weil am Ende die sagen, was macht Neville da? Nein, das ist ja, du bist sehr wichtig. Das ist wichtig. Okay, gut. Ich habe dir gesagt, ob Nabil bei dir sein kann, ob du ihn mitnehmen kannst. Weil du warst ja länger als einen Monat neben mir. Genau. Und dich hat man auch in Videos gesehen. Genau. Darum, man hat ihn schon geglaubt, vielleicht glaubt man dir auch. Deswegen, bevor ich die Frage mit den Spenden antworte, ist echt ein sehr langes Thema. Weißt du, ich muss so 5 Minuten dann reden, in mich gehen und kurz überlegen. Ich habe aber eine Frage an dich, du warst jetzt ja lang genug mit mir dabei. Ja. Bitte sag mir jetzt so, du bist ja jetzt auch vor mein Gesicht. Ja. Denkst du, ich habe einen Spendenaufruf gemacht und dann das Geld eingesteckt? Mit den Videos, die ich mit euch gemacht habe und du hast gesehen, wie ich mit Geld umgehe. Ja. Bitte. Erstmal, bevor wir mehr ins Thema eingehen, ich kann ja darüber reden, wie wir uns kennengelernt haben, ja, zu unserer Zeit. Gerne. Darüber kann man gerne reden. Gerne, aber alles, was danach passiert ist, ich kann nicht hinter die Köpfe kommen. Verstehst du, ich meine? Klar, ja, nur wie du mich kanntest. Genau, ich kann nur von unserer Zeit reden. Wir haben natürlich eine schöne Zeit miteinander gehabt. Unsere Wege haben sich dann irgendwann getrennt. Da kommen wir auch noch dazu. Genau. Ich will das heute ausdiskutieren. Wir können über alles sehr gerne reden. Natürlich. Ich kann mich, wenn du willst, sogar ausziehen, bis auf Unterhose. Also was ist deine Frage an mich? Denkst du, ich habe es nötig, Spendengelder zu klauen? Du hast ca. 120 YouTube-Videos miterlebt. Genau. Ob etwas wirklich verschenkt wurde oder nicht, hast du als Bestes gesehen. Genau. Du weißt, wie viel Fake und Real war. Genau. Denkst du, so ein Mensch würde Spendengeld also bekommen? Ich kann mit dem Volumen, was wir im Monat verschenken. Ich kann die Leute vergewissern, dass was wir damals gemacht haben, ist auf jeden Fall der Wahrheit entspricht. Wie viele iPhones hatten wir am Tisch, als du einfach da warst und ich wusste nicht mal, ob ihr eins mitgenommen habt? Ich habe eins noch hier, Mensch. Sag mal ehrlich. Man muss ehrlich sein, das war offen kommuniziert. Also ja, okay, aber jetzt habe ich eine Frage. Nein. Ihr kommt in den Keller. Nein. Ich habe mein Leben lang auf diesen Moment gewartet. Okay. Ihr kommt in den Keller. Ja. Jeder von euch hat einen Schlüssel. Genau. Jeder, sogar der Bruder hier, daran. Der ist noch hier. Egal. Jeder von mir hat so, Assalamu alaikum, Schlüssel? Ja. Ich habe dir jetzt nicht gesagt, dass du bei mir 5.000 netto verdienst, aber du hast halt 50.000 Abonnenten gemacht. Ich dachte, das ist okay. Ja. Verstehst du? So war das bei mir kommuniziert. Das war dein Gedanke. Ja. Genau. Nicht mal Gedanke. Ich habe dich angeschaut und wusste, es ist so. Genau. Zum Beispiel, wenn du in Rewe einkaufen gehst und auf die Kasse einen Apfel legst, sage ich dir, ich kaufe einen Apfel? Nein. Ich lege einen Apfel. Sie kennt den einfach ab. Ja. Weil, weißt du, wie man das nennt in Businesswirtschaft? Man nennt das Stillschweigen. So macht man dieses Geschäft. Das war ein stillschweigendes Geschäft für mich. Und dann kommt ihr in den Keller rein. Du musst dir vorstellen, hier liegen 10 Playstations, 25 Xboxes, 14 iPhones und 13 MacBooks. Nabil kommt und sagt, Bruder, ich weiß es nicht gut und so, aber meinst du, ist okay, wenn ich ein iPhone mitnehme? Habe ich Nein gesagt? Nein. Habe ich Ja gesagt? Ja, ich habe es mitgenommen. Hat Nadim ein iPhone bekommen? Ja, Hat noch jemand ein iPhone? Genau. War das so wie Semmelbrötchen? Genau. Hat jemand mir ein iPhone gegeben? Nein. Dankeschön. Aber okay, nein. das Bild wurde falsch dargestellt. Es war doch so. Yeah. Wusste ich überhaupt, was geklaut wurde vom Tisch? Aber was heißt denn geklaut? Jetzt nein, selbst da, wenn. Geklaut. Nicht, nein, nein. Nein, aber wenn was wüsste ich sogar. Nein, wüsstest du nicht. Nein. Warum? Weil es mir egal war. Ja. Denkst du, mir sind die 100.000 weniger egal als diese iPhones oder sind gleich egal? Kann ich eine Frage stellen? Natürlich. Die Frage ist, Mois, ne? Also, dir wurde geklaut und so in Keller. Also, ich habe nie was gesagt. Ich habe gesagt, selbst wenn, würde ich es nicht merken. Und ich wusste auch sonst. Mir war egal, weil bitte. Nein, aber. Ich habe in einem Monat 250.000 Euro auf YouTube verdient. Ich weiß, deswegen war es dein Geld nötig. Nicht wegen Geld, ich war glücklich, weil wir alle da gechillt haben. So wie jetzt. Ja, aber warum hast du nicht einfach offen gesagt, der hat es geklaut? Weil einfach ich es nicht wollte. Ich weiß es auch nicht, okay, wer es geklaut hat. Ich, Oxo Mobilla.
weiß ich nicht. Das ist eine wichtige Frage. Ja, da komm her. Vielleicht erklärst du mir das. Für mich ist es auch wichtig. Frag mich alles, was du willst, bitte. Ich habe eine Frage an dich. Hast du das Mikro zurückbekommen? Ja. Nach der Konfrontation, wo wir das Livestream zugemacht haben. Du weißt, von wem du das bekommen hast. Ja. Weil wir haben eine enge Zeit miteinander gehabt. Ja. Wir waren sehr viel miteinander unterwegs. Eine letzte Frage noch, bevor du weiter sagst. Okay. Als wir dann auseinandergegangen sind, sind wir ganz normal, wo die iPhones noch lagen. Und morgen war ich nicht mehr da einfach, aber wir haben telefoniert. Oder war das du Bastard und du sagst zu mir auch, du Bastard und wir trennen uns. Das war doch einfach. Das heißt, in deinem Herz ist aber etwas passiert. Etwas ist mit dir passiert. Und ich erzähl's, ich kann's dir jetzt erzählen. Gleich. Aber du musst wissen, in meinem Herz ist nichts passiert. Okay. Wie jetzt? Weil, weißt du, was du verstehen musst? Wenn jemand gibt, gibt er nicht für dich, für Allah. Verstehst du? Stark. Also in meinem Sinne war das für mich alles cool. Ich habe gedacht, die Jungs wissen, dass ich wenigstens ein iPhone geschenkt habe. Okay. Und ich habe keins bekommen. Damit man weiß, wie sehr du mein Freund warst. Yeah. Zum Beispiel die schwarzen Schuhe von Balenciaga. Genau. Du weißt, du hattest so einen Tick und ich hatte immer krasse Schuhe. Genau. Stimmt das oder nicht? Genau. Wie viel waren meine Schuhpaare immer? 2K Minimum so. Bestimmt. Ja. So, Travis Scott, alles, sein Vater. Aber ich habe sie behandelt wie ein Stück Scheiße. Er hat es auch gesehen, er hat mir auch gesagt, Bruder, du gehst mit dem Basketball spielen, bist du behindert. So auf den. Wir haben gleiche Schuhgröße, so weißt du mal? So, ja. 46 beide auf Hero angelegt. Und genau, dann ist der aus Moschee, der dann so, weißt du, und ich mag ihn aber genau deswegen irgendwie. Ja. Niemand hat je gesagt, so, dass der anders sein muss. Genau wie der war als Charakter. Das ist ja Brüderschaft. Zum Beispiel, wenn der jetzt in den Knast geht. Selbst wenn er was Schlimmes getan hätte, ist er mein Bruder. Wenn 100%. Ich jetzt sein Bruder bin und jetzt ins Internet gehe und sage, hey, wir haben meinem Bruder alle schon gesagt, er hört nicht auf uns. Hä? Wenn mein Bruder jemanden ermordet und er geht in den Knast und alle sagen, er ist ein Bastard, fick ich jeden, der sagt, er ist ein Bastard. Sonst waren wir keine Brüder. Oder ist das nicht so? Hundertprozentig. Ja, aber wieso tun wir so, als ob es nicht so ist? Und das ist das Problem. Ich bin halt hinten und vor ihr gleich. Und die anderen spielen hier eine Rolle. Verstehst du? Also kannst du namentlich erwähnen? Wer spielt denn? Muss ich nein, nicht. Ne? Ich kenne sie nicht mal. Viele haben auch damals so dieses, du bist dreckig und so gesagt, weißt. Aber wir haben draus Image gemacht. Yeah. Oder? Habe ich mich für eine Sache von dir geschämt? Was ich auch nicht verkehrt finde. Und jetzt kommen wir zuletzt zu den Schuhen. Circa 5 bis 6 Paare Schuhe, die du mitgenommen hast. Habe ich je was dazu gesagt oder habe es auch lustig genommen? Nein. Aber waren wir solche Freunde? Genau. Ja, und ich ging davon aus, dass wir solche Freunde waren. Und ich bin ja trotzdem der Freund, der die Schuhe gegeben hat. Nicht wegen den Schuhen, aber damit du verstehst, auf welcher Basis du mein Bre warst. Nein, und jetzt versuche ich dir auf den Punkt zurückzukommen, damit du auch verstehst, wie die ganze eine Wende genommen hat. Ja. Du hast hier was aufgebaut, wir sind irgendwann dazugekommen und wir waren ein Teil vom Team. Das heißt, wenn du was gemacht hast, haben wir es gemeinsam gemacht. Safe. Aber ich habe euch ins Team geholt. Genau, das sage ich. Du hast hier irgendwann aufgebaut und wir sind und dann dazugekommen. Wenn der Vater jetzt weg muss. Ja. Dann ist von das wem so. Der Vater? Zum Beispiel von dem Team. Okay, gut. Der Vater muss dann weg. Nein, doch. Ich weiß auch, was dein Problem ist. Du kennst dieselben Jungs, die ich kenne. Ja. Yeah. Verstehst du? Ich bin noch immer der, der jetzt mit circa insgesamt 9 Millionen Abonnenten irgendwie allein in die Tankstelle in Bochum zu Fuß geht. Mhm. Das muss irgendeinen Grund haben. Und jetzt ist das Ding, die sagen mir ja schon, was du auch privat sagst. Und ich will es nicht hören, aber du kriegst es ja mit. Weil irgendwie sind die Schicksale von Menschen miteinander verbunden. Weißt du? Die haben mir damals gesagt, dass du traurig warst, weil das Team plötzlich allein gelassen wurde. Verstehst so, du? So kann man so sagen. Ja, genau. Aber deswegen entschuldige ich mich bei dir auch. Es tut mir leid. Und ich erkläre dir auch, wieso. Ich will jetzt nicht die namentlich erwähnen, weil man sagt, bei uns Scheiße, die nicht stinkt, bewegt sie nicht. Dann riecht sie nicht mehr. Mhm. So, das ist einfach nur Scheiße, die sehr lange nicht mehr riecht. Deswegen will ich die jetzt nicht bewegen. Aber um die jetzt unbeweglich zu erwähnen, um 4.30 Uhr nachts, wo ich alleine im Keller war, im Auto waren dann 4 Bres mit der und haben gesagt, jetzt haben wir dich. Boah. Endlich sind wir fertig mit dir auf nett zu spielen, du Bastard. Hattest du Angst? Was heißt Angst? Du bist halt in so einer Situation, du denkst halt, Angst nutzt dir nichts. Was ist jetzt? Ja, ne? Was machen wir jetzt? Ist ja, irgendwas ist hier. Und dann, als ersten Moment, ist das dein Bre und dieser Bre von dir wird so dann in einer Sekunde, sein Gesicht sieht für dich anders aus. Und das, bevor du Angst hast, hast du das. Dann Wut und dann so denkst du an deine Kinder und Frau und dann denkst du so, okay. Dann, ich sag dir, ich habe auch an dich gedacht. Ich dachte, Digga, wer Nabil, so, weil der ist
15 Minuten davor gegangen, Wallah, 15 Minuten. Und die haben das so geplant, dass ihr alle geht. Das ist ins Detail gehen. Das ist auch alles bei Staatsanwälten bis heute, verstehst du? Deswegen kann ich auf YouTube sowas eigentlich. Und die, die über mich Videos machen, wissen, dass ich das nicht kann, weil sie aus meinem Freundeskreis sind. Also wurde so aufgenommen? Was sollen die mich denn aufnehmen? So, weißt du, so, was wirst du damit machen? Wenn ein Mann mit vier Dingern auf Kopf trotzdem nichts macht, dann waren die weg und ich habe halt Schock bekommen. Diese Art von Verrat gab es noch nie. Ich komme aus Krieg. Und da war wenigstens, okay, wenn wir jetzt uns töten wollen, du zahlst deins oder ich meins Leben. Und beides ist gleich wert. Verstehst du? Und du weißt, es ist jetzt Kampf. Hier ist so, so Chiros, die sagen, hey Bruder, soll ich dir Tee bringen? Aber es geht um dein Leben. Ja, hier ist so, ja, nie, kein Krieg, aber es ist Krieg. Und dann waren wir ja alle Freunde. Und das ist dann passiert, diese Scheiße. Bro, das war wegen Uhren. Ich habe einen Richard Mille gekauft um 250.000 Euro, die jetzt 2 Millionen Euro wert ist. Der war mit mir. Der war, als ich bei Marc die gezählt habe, Marc dreht auch Video und regt sich auf, weil ich die Uhren nicht habe, als ob er nicht weiß, wo die Uhren sind. Haben mir Marc je ein anderes Geld als Bargeld gegeben? Nein. Wie kriegt man Bargeld? Indem man das offizielle Geld abhebt und darauf noch Steuern zahlt. Wenn wir jetzt eine 250.000 Euro Uhr gekauft haben auf Maschera, wie viel denkst du, müssen wir verdient haben? Verstehst du nicht einfach? Leute, verstehen das nicht. Ja. Bist du Multimillionär? Ich scheiße auf Geld. 200 Euro sitzt und sich denkt, Alter, Nabil hat meine Schuhe. Ich muss sie zurückholen und auf eBay Kleinanzeigen verkaufen. Das, da kommst du nicht weiter im Leben. Jetzt, um die Geschichte zurückzukommen, wir waren safe alle Freunde. 100%. Und als ich auch da war, und das sind auch Jungs, Bro, der Typ war viermal im Knast. Denkst du, er ist psychisch normal? Weißt du, ich meine, denkst du, ich bin psychisch normal oder du? Kein Mensch ist auf dieser Erde psychisch normal. Jemandem fehlt irgendwas irgendwo. Und als Team zusammen hatte ich meine Rolle, er seine, Abo seine. Und zusammen war das Konstrukt wie eine Uhr und 100%, Pool. Jeder wusste, was man tun muss. Aber wenn ein wichtiger Teil weggeht, die dann keine Kamera haben, dies, das, das hat nicht mal was mit Freundschaft zu tun. Die verstehen das in dem Moment selber nicht, weil die Kamera für sie neu ist, wie für mich. Mhm. Wir sind zum ersten Mal in diesem Internet drin. Irgend schreibt ihn, dass ich was über ihn sage und so weiter und so fort. Und dann spielt seine Rolle. Das ist auch alles für uns neu. Wir sind vor der Kamera groß geworden. Wir haben nicht gewusst, dass wir 10 Millionen Abonnenten machen. Das war einfach, weil wir Spaß hatten. Jedes Video war halt wirklich, weil wir einfach Maschera gebaut haben. Wir haben da hinten noch 2-3 Joints geraucht. Ich sage dir ehrlich, das war aber das Schlimmste, was wir getan haben. Joints. Alles Schlimmste, was wir getan haben, waren Joints. Und Bruder, bevor es Kellyweed in Deutschland gab, war ich und daran, da hinten alle, ich sag dir ehrlich, wir haben eine Kilo Kellyweed Originaltasche aus Amerika bekommen. Für viele war das Flex in Hip-Hop, aber wir haben das versteckt, wir haben darüber gar nicht geredet, verstehst du? Wir waren so Maschera-Influencer. Aber das, worüber sie rappten, haben wir gelebt. Boah. Wir haben um 250.000 Euro Uhr gekauft. Wir haben um 14.000 Euro Kellyweed. Und wo sind die jetzt eigentlich? Machst du weiter Business damit? Oder ja, wir machen, ich sage dir gleich, was wir machen, aber du musst die Geschichte verstehen, warum wir auseinandergehen. Dann wurde ich da entführt quasi. Es ging wegen diesen Uhren. Ich hatte dann Uhren für 2-3 Millionen Euro. Meine Familie macht sich natürlich Sorgen. Mein Vater, Mutter, natürlich. Bruder, Frau. Bruder, das ist was Neues. Das sind meine Brüder. Aber Familie sagt dann, Digga, Deutschland, wir haben Angst, dass dir was passiert. In Belgien sind deine Onkels und so. Bevor wir wissen, was da richtig los war, und das klären mit den Ältesten, fahr bitte nach Belgien. Das war so der Call. Und in der Zeit, wo mir das passiert ist, wurde das Mikrofon geklaut. Ja, so ein Freund von mir, der sein Gesicht zeigt, der dann diese Scheiße macht. Und dann, wo ich dann das klären will in Belgien, in der Zeit, höre ich, das Mikrofon wurde geklaut und eingebrochen und ist das. Jemand hat das sehr, sehr gekonnt gemacht, dieses Bild, was wir hatten mit Manuelsen allen. Jemand hat das zerknittert, einer auf so Psychopath, jemand, der dich hasst. So, du kommst auf Gedanken, denkst dir, ah, okay, deswegen halt. Was unser Verhältnis war, wie ich ihn vertraut habe, zum Beispiel mein RS7. Viele fragen, Salamu alaikum, wir müssen auf was Wichtiges jetzt kommen. Mein Auto, RS7, dieser Schlüssel war wie eine Nutte. Egal, wer ihn braucht, so, jeder hat den bekommen. Ja. Und der Hauptverdächtige, der ihn fährt, war Nabil. Yeah. Muss man wirklich sagen. Auch wenn du ihn mit Familie gebraucht hast, für Frau, für Kinder, war immer dein Auto. Yeah. War so oder das war stimmt, nicht so? 100%. Wallah war so. Und irgendwann, was Behindertes passiert. Jemand im Nebenauto hat wohl gedacht, das war die Zeit, wo mir auch was passiert ist im Internet mit diesem Diebstahl, dies, das. Yeah. Und wir wussten nicht genau, wer das ist. Jemand hat sein Auto verfolgt und mein Kennzeichen MOI5, das wusste, kannte jeder. Und die dachten immer, das ist Mois. Der macht sein Fenster runter, die machen Fenster runter und die hatten eine dabei. Und dann musste der da abhauen. Polizei hat das Auto geschnappt, das Auto ist bis heute bei der Polizei. Oh.
Zum Beispiel. Also wenn ich jetzt so ein Chiro bin, der sich jetzt hier hinsetzt und Scheiße labert und den ficken wollen würde, oder einen Maestro oder den, Bruder, glaub mir, wenn man über meine Joints reden kann und ich Antichrist bin, weil ich auf Unterarm ein Tattoo habe, Bro, weißt du, wie viel ich reden könnte? Aber reden ist halt Balash. Was willst du reden? Und ich habe gedacht, dass du weißt, was bei mir privat abgeht. Und dass ich deswegen nicht an Videos denken kann. Mhm. Weil ich nicht mal wusste, ob ich vielleicht morgen überlebe. Ich kann mich nicht in deine Haut reinversetzen. Natürlich. Wenn ich sagen würde, ich kann dich verstehen. Wir haben nur dieselbe Schuhgröße. Genau, das ist auch von meiner Sicht aus. Ich habe sofort gesagt, ja, ich habe mich auch als erstes entschuldigt. Wir sind ein gemeinsames Team und von heute auf morgen packst du deine Sachen und gehst weg. Natürlich. Nachdem das passiert ist. Genau, nachdem das passiert ist. Also aber Conan der Barbar wär nicht so männlich wie ich. Nein, aber ich will dir einfach nur erzählen, du sagst ja, wir sind ja so enge Freunde für dich gewesen. Yeah. Wäre es nicht vielleicht der erste Schritt, weil wir jeden Tag miteinander verbracht haben? Das ist ja keine Hilfe bitten oder sonstiges. Das ist einfach vielleicht mit seinen Freunden reden. Vielleicht finden wir eine Lösung für das Ganze. Und in dem Moment habe ich halt gedacht, so Polizei ist da, das ist da, Haftung, Fahndung, das. Wenn das jetzt meine Brüder sind und sie haben, weil ich nur ein paar Uhren gekauft habe und die gezeigt habe, so haben die jetzt auch Probleme. Vielleicht bringe ich denen Probleme. Bis ich das kläre, werde ich erstmal mein Ding machen. So war mein Gedanke, weil ich halt einen Schwanz habe. Ja. Männer denken so. Und ich habe mir gedacht, dass ich jetzt im Laufe der Zeit das geklärt habe und dann wir zusammenkommen. Aber bis zu, ich sage dir ehrlich, so nicht mal 3 Monate, bis man das geklärt hat, sind halt Sachen immer passiert. Zum Beispiel Mikrofon geklaut, dann das, dann hat Nabil hier geredet, dann hast du dann bei Arafat, dann. Und irgendwann war so, wie soll ich denn überhaupt zu dir kommen? Du hast dich doch schon 7 Mal gezeigt, bevor ich reden konnte. Seid ja trotzdem in meinem Haus und zieht meine Schuhe an und fährt mein Auto. Und eine letzte Frage, habt ihr je Essen gekauft bei mir im Keller? Musstet ihr je Essen zahlen? Nein. Für wie viele Menschen waren im Keller am Tag? Weiß ich. 15, 20. Wie viel kosten 15, 20 Leute am Tag einmal Essen? Weiß ich, 200 bis 500 Euro. 200 Euro bei heutigen. Ich sag dir eine Sache. Yeah. Von allen denen, die je da waren und egal, was Leute über dich denken, du sitzt hier trotzdem nach all dem, weil du weißt, jetzt gerade ist eine Situation und in deinem Universum willst du mir trotzdem helfen. Nur deswegen bist du da. Für mich bist du mehr Mann als sie alle, weil wir zusammen was erlebt haben und wenn du sagst, es ist wirklich so schön war, wie es war und ich was hab, dann hättest du wie du hier jetzt kommen können und reden können. Das ist ja der einzige Grund, wieso Leute etwas denken, weil sie denken, Digga, jeder Zweite, der da war, nicht einer sagt, der hat das oder das oder diese Chiros, die jeden Tag ein iPhone bekommen haben auf Straße. Nicht einer von denen hat ein Video gemacht und gesagt, hey, was labert der wenigstens? Also ich habe schon was bekommen. Aber das ist die Welt. Ich sage dir ehrlich, die haben das auf dich geschoben, diesen ganzen Raub. Yeah. Walla billa. Yeah. Mein Wissen das ist stand, ich habe mit dir ja gar nicht geredet, bis die Kamera also, an ist. Mit ihm auch nicht reden, so, weil das auch sehr emotional irgendwie ist. Was habe ich gemacht vor dem Drehen? Liegestütze. Wie viele? 100. Siehst du, es war so für mich auch, ich habe extra gar nicht geredet und so, weil seitdem haben wir nicht geredet. Mein Wissensstand, bevor du jetzt geredet hast, ist halt alles wurde auf dich geschoben. Und der heilige Messias, Engel, Johannes, Jehovas Zeuge, der Dritte, hat halt gesagt, ich habe mich geopfert und gesagt, ich bin der Dieb und habe von dir alles kassiert, was ich gerade hier kassiert habe. Wenn ich das mit dem Mikrofon gewesen wäre, und ich hätte das so mit... Es passt auch nicht! Nein, das ist nicht schlimm. Warum brauchst du ein Mikrofon? Ich weiß, vielleicht will ich anfangen, wenn ich das wirklich mit einer bösen Intention gemacht hätte und ich hätte das Mikro nicht zurückgegeben. Die ganze Scheiße auf dich geschmiert. Das ist ja nicht einfach, alles auf den Marokkaner. Also, wenn du deine Schuhe genommen hast, weißt du, ich meine, und jetzt ist meine Frage, stell dir vor, das ist alles passiert. Ich habe verziehen. Wir haben uns Hand gegeben, so 15 Mal, Bruder, bei jedem Box-Event habe ich von Manuelsen bis sein Vater jeden gesehen. So Hand gegeben, 15 Mal. Haben wir ein Problem? Haben wir ein Problem? Ja. Ne? Nein? Wallah. Wallah. Aber ich habe gehört... Du hast eine Story über... Das war nichts Schlimmes. Das war nichts Schlimmes. Ich habe gesagt, ey Jungs, warum redet ihr so? Hinter meinem Rücken gab es Verträge und auf nice und scheiß wurde Geld verdient und ich habe doch nichts gesagt. Ich war korrekt. Mehr habe ich nicht gesagt. Also denkst du, Manuelsen hat auch Reichweite durch dir viel bekommen, so viel Reichweite? So. Ich denke nicht, dass er durch mich viel Reichweite bekommen hat. Ich weiß, dass er durch mich zu einer Zeit überlebt hat. Also. Natürlich, also er hatte auf Instagram 120.000 Abonnente und dann 504. Und dann hat er einen Tabak rausgebracht und dann hat er 100.000 Derbos gemacht. Ich habe ihm gesagt, nachdem ich meine Kinder-Community zu dir schicke, warum bringst du Tabak raus? Und das war die höchste Zeit, wo wir Shine Bright Like a Diamond, ein Cover von Manuelsen, rausgebracht haben. 3 Millionen Klicks. Das ist halt bis jetzt. Kennt Manuelsen von Shine Bright Like a Diamond. Mit Manuelsen ist nichts. So, dann geben wir immer Salam. Aber warum machen die Jungs von Keller oder die du kennst, nicht ein Video über dich, dass du das Geld nicht...
Es gibt keine Jungs von Keller und es gibt so eine Brüderschaft, wie du denkst, nicht. Weil wenn du zu einem Friseur gehst, so Yasser hier, schneidest du bei ihm Haare und der muss nicht mit dir deine Schwester heiraten oder so. Oder umgekehrt, du seine, weil der ist nur dein Friseur. Und wenn sie in meinen Keller kommen, ich bin nur der Friseur. Ich nehme genau wie jetzt, hast du gesehen, habe ich Kamera aufgestellt, Licht habe ich gemacht, so, du musst es nichts machen. Das ist meine Friseurstube. Und jetzt hier bin ich nett, aber Kamera geht jetzt aus und Assalamu alaikum. Mehr kennen wir uns nicht. Aber natürlich gebe ich das hier perfekt so aber da. Mit den Jungs hast du zusammen gegessen, das ist was anderes. Was ich ausgegeben habe, ja. Boah, Gänsehaut, Allah, das ja. Ist jetzt... Dann, weißt du, dann ist dir egal, was sie sagen, weil, Bro, sag wenigstens die Wahrheit. Aber nicht mal die Wahrheit wurde bis jetzt gesagt. Das ist ja das Lustige. Mhm. Und dann hat man halt gesehen, ach so, der ist Tschetschener und der hat jetzt Tattoos. Ah, ja, aber du hast mich gefragt, ob wir dieses Video drehen können. Ich habe dir gesagt, wir drehen, was du willst. Weil wir sitzen 100%. Hier im Fleisch und Blut. Was du schreibst, kann ich nicht so, weißt du, ich kann es. Aber du sitzt hier im Fleisch und Blut. Er hätte auch nie so geredet, wenn wir beide hier nicht sitzen. Weil wir haben auch Sympathie zueinander. Hinter der Linse weiß er nicht, wer bin ich heute. Aber heute weiß er, okay, der ist derselbe Kerl. Mir wurde erzählt, der hat mein Mikrofon geklaut. Dem wurde erzählt, ich habe seine Großmutter beleidigt. Maestro wurde erzählt, ich habe seinen Großvater beleidigt. Wer hat das denn erzählt, Jungs? Mhm. Und wieso macht er als erstes Videos, wenn wir doch immer gesagt haben, diese Chiros, die im Internet Beefs klären und unsere Brüderschaft hier mit diesen 650 Euro Pizzen, die ich bestellt habe, Alter, die ist krass. Du bist der Erste, der dann ein Video macht. In dem Moment halt, egal was ich vor YouTube, vor der Community sage, in dem Moment bin ich einfach nur als Freund enttäuscht und weiß nicht mal, was ich gerade sage, weil ich wirklich ihn als Freund gesehen habe. Ich bin der Größte von denen. Darum ist so, Saif ist der Größte, der Bastard. Weil die Kleinen machen halt keine Klicks. Weil wenn du sagst, der ist der Bastard, er wird auf deinen Kanal keine 60.000 Klicks machen jetzt. Leider. Dann muss man, selbst wenn du mich magst, sagen, ah, der ist der Bastard. Weil nur das macht Klicks. Also wir sind an einen Zeitpunkt angekommen, wo, glaube ich, nur Leute darauf gewartet haben, dass sowas von dir kommt. Yeah. Traurigerweise. Aber also irgendwie freue ich mich. Wallah, ich freue mich. Es hat halt jeder sein Gesicht gezeigt. Das ist, aber es ist halt nur schön zu wissen, weil für die Leute auch da draußen, was ist eigentlich mit dem Geld passiert? Weil das ist der genau. Wichtigste. Das genau. Ist die wichtigste das kann Frage. Ich dir ganz offen und ehrlich beantworten. Wenn du das nicht beantwortest, die Leute sagen, er redet wieder über Keller, aber nicht über das Thema. Nein, natürlich beantworten. Aber es war mir nur wichtig für ihn persönlich, damit er versteht, wieso wir auseinandergegangen sind. Am Ende des Tages musst du auch wissen, Astaghfirullah, dass ich das jetzt sage, aber ich ficke drauf, was Leute denken. Du musst das wirklich wissen, weil der ist ein echter Mensch. Und der ist wirklich jetzt nach 4 Jahren gekommen, um das eigentlich mit mir zu klären. Wenn es eine Tat ist, die du getan hast und die ist gut. Und ich habe diesen Hoyeno, der gesagt hat, der ist Atheist. Der glaubt nicht an Gott. Und der hat mich immer komische Fragen im Chat gestellt. Und ich habe mich auch gefragt, wieso er sie im Chat schreibt. Und so, als ob man sie screenshotten kann. Da habe ich schon Angst gehabt. Aber er hat oft über Christentum gefragt. Warum Christen sagen, dass es die Heilige Trinität gibt. Ich interessiere mich sehr viel über Religion. Ich habe auch jede Religion, jedes Buch, alles durchgelesen. Yeah, yeah. Seit meiner Kindheit schon. Ich interessiere mich sehr für Geschichte. Deswegen weiß er das auch und diskutiert mit mir darüber oft. Dann habe ich als Antwort darauf gesagt, laut der Bibel, sind wir halt Teile Gottes, so mäßig. Mhm. Und wenn Gott etwas aus seinem Teil gemacht hat, dann ist das auch göttlich, aber du bist laut Bibel nicht Gott. Mensch ist nicht Gott, du bist dieser. Ja. Du weißt, wie ich gerappt habe damals. Ja. Und ich habe noch nie aufgehört. 32 Bars sind sehr lange, selbst wenn sie geschrieben sind. Ich bin da reingegangen, habe einen Joint geraucht und 32 Bars gefreestylt, wie aus Beethoven Buch. Und der Peach war dabei und dann habe ich gesagt, Amanakum, ich bin ein Goat. Goat, Ziege. Seitdem, ich verstehe nicht, wie krass das ist, dass sowas so groß geworden ist, erstens. Aber es ist krass, dass es so groß geworden ist. Bete nach wie vor. Allah hat nie mein Herz verlassen, Bruder. Wenn es ihn nicht gäbe und so viele wollten jetzt, dass ich hier sterbe, dann wäre ich bestimmt tot. Ich meine, ich habe nur Gott, weißt du? Mhm. Deswegen wollen sie mich irgendwie damit davon irgendwie so denunzieren, aber sie wissen nicht, wie egal mir die Linse ist. Deswegen, weil die Tat ja für mich und für Gott ist, Bro, ich habe diesen Typen, da wo wir in Türkei waren, er wollte grundlos mitkommen. Okay. Ich habe ihn mitgenommen, weil ich gutes Herz hatte. Wallah. Das war, er hat beim ersten Video 6.000 Euro zahlen müssen für Werbung, für seine Charo-App. Und ich habe statt 6.000 3.000 genommen. Er hat seit 4 Wochen dieselben T-Shirts und Hosen getragen. Ich kann euch Fotos schicken. Wallah, ich schicke dir alle Fotos, wie er mit mir im Fitness, wie meine Chaya ist. Ich schicke dir alles. Ich schicke euch, wallah, ich schicke euch.
Bruder, Alter, das hängt an meinem Sack. Yeah. Er kam aus Hamburg, hat Geld bezahlt. Dann fahre ich nächsten Tag nach Türkei. Er sagt, oh, das ist eine Tat, die mich im Paradies bringt, darf ich mitkommen? Ich so, Bruder, ich kann dir nicht Nein sagen, aber für mich ist es unangenehm, dass irgendein Fan, den ich jetzt nach Türkei mitnehmen muss, dann nehme ich ihn trotzdem mit. Habe ich mitgenommen, alles bezahlt, Bro. Voila, alles bezahlt, alles gemacht, runtergefahren. Wir sind in Türkei, gespendet insgesamt in drei Monaten auf allen YouTube-Videos wurden 50.000 Euro. Pascal, ihr habt das aber recht gehabt, dass ich Geld nicht abheben kann. Ich musste eine Managementfirma dazwischen schalten, damit ein Deutscher das abhebt und mir das dann gibt. Natürlich mit allen Abzügen. Ich kriege nicht mal dann 100%. Du zum Beispiel bei YouTube steht 100.000 Euro, er nimmt sofort 45% von mir und 20%. Ich hätte mit diesem Geld spielen können, bis ich das zahle. Genau. Ich hätte dann noch mehr Geld verdient. Auf dieser Basis hat mir Pascal immer Geld ausgezahlt. Dieser Pascal hat jetzt an jeden Informations-YouTuber Rundmail geschickt und alle Donations auch aufgelistet. Das waren 168 Donations und Endbetrag war von der Türkei-Aktion 30.700 irgendwas. Ich schicke dir auch Screenshots alles, ist kein Problem. Trotzdem möchte ich mich bedanken, dass du dich gemeldet hast, auch mit netten Worten. Und ich habe auch nur nette Worte für dich und die habe ich eigentlich auch immer gehabt. Ich sag dir wirklich so, wie es ist. Ich bin nicht sauer darüber, was passiert ist, weil vieles kannst du gar nicht. Da sind halt Leute gewesen vor meiner Zeit, die haben viele Sachen sich nicht drum gekümmert, Steuern und so weiter. Und dann ist irgendwann die Bombe geplatzt und deine Konten waren halt gefändet und platt und man konnte auch nichts mehr machen. Und wenn man nichts mehr machen kann, dann haben alle da ja leider die Arschkarte gezogen. Da kann man nicht sagen, das ist der Mäus schuld. So ist wahrscheinlich auch bei Schiano vieles falsch gewesen und ich weiß ja nicht, wie die Hintergründe danach waren, ich war ja da nicht mehr dabei, aber ja, mir tut das halt leid, was da passiert ist. Ich habe immer gesagt, so musst aufpassen und mit Verträgen, mit Menschen, guck, was du denen sagst und zeigst und du bist immer so offen zu allen gewesen. Das ist auch so ein bisschen dein Schicksal, dass sie dich dann auch deswegen ausnutzen. Ich kann mir gut vorstellen, wie es dir ging und ich weiß, dass du nichts hattest, aber das ist das Problem. Viele der Fans hatten halt gedacht, du hast die App, du hast TikTok einen guten Start gemacht, du bist jetzt wieder super reich und so und ich kenne dich. Wenn du Geld hast, du hast ja jeden doppelt tatsächlich gegeben. Und ich habe immer zu allen gesagt, hätte der Bro eine Million, der wird jeden einfach sein Geld geben und wird da ohne stehen, weil das dem halt egal ist. Geld war dir nicht wichtig, dir war Anerkennung wichtig. Was du auch nie gebraucht hast, diese Anerkennung, weil du Leuten Geschenke gemacht hast, das ist eine gekaufte Liebe, die man nicht braucht. Die hat immer, wenn ich mal ein Video von dir geguckt habe, gesagt, da ist Mois, wann kommt Mois? Boah, das war so traurig, Bro, ich könnte weinen, ich schwör's dir, ich bin wirklich gerade völlig fast am Weinen. Mir tut das alles so leid für dich, du kannst dir das nicht vorstellen. Ich weiß nicht, was ich hätte, du hättest einfach mal schreiben können, du Arschloch, aber du hast das nicht gemacht, du Penner. In Türkei war doch Erdbeben. Und ich habe doch gesagt, dass jeder an eine Organisation spenden kann und dieser Mascharas 90% von euch wegnehmen und nur 10 dort landen. Und genau deswegen fliege ich jetzt selber nach Türkei, habe ich gesagt, oder? Besser, ja. Ja, was bedeutet das? Gibt mir irgendeiner unter dem Stein hier einen Zettel und sagt hier Bestätigung. Jeder Laden war kaputt, Jungs. Es gab nicht ein Bankomat stehen. Ja, für Rechnungen und alles ganz ehrlich. Es gab nichts. Die meisten Läden waren kaputt. Der die Expedition geleitet hat, der Türke, der im Video ist, seinem Vater habe ich das Geld gegeben. Nicht mal der wollte hier bestätigen, dass er mit mir war, obwohl er mit mir das Video führt dort. Das ist die Menschheit. Wallah, ich habe die Nachrichten alles hier. Der hätte doch das alles sofort gedribbelt. Weil, Bruder, ich bin kein Türke, ich kenne mich da unten nicht aus. Ich weiß nicht, wo ich was zahlen muss. Ich bin da innen angekommen, ich habe diesen Türken sofort das Geld gegeben. Und das Geld ist bar. Wir kaufen damit Decken, wir kaufen damit Essen, wir kaufen damit alles, was wir kaufen können. Aber jeder nimmt Bargeld, Bruder. Genau. Natürlich. Ja, da gibt es keine Bestätigung, keine Rechnung und kein gar nichts. Aber weil ich wusste, dass sowas kommt, habe ich alles, was da war, ausgegeben und das nochmal gespendet an eine Organisation. Weil ich wusste, irgendwer fickt mich irgendwann. Spenden, die angezeigt werden können als Spendenveruntreuung, müssen als solches angegebenes Spendemarathon-Ziel sein. Das heißt, da steht für Erdbebenopfer und da steht 100.000 Euro. Und wenn die voll sind, ist das ist die Aktion. Das stimmt. Yeah. Bei mir war einfach wie bei Twitch.
Wenn ihr mich unterstützen wollt, unten ist mein Spendenname. Oder wie bei TikTok beispielsweise. Genau. Die Schenke, ja, ja. Die Schenke quasi. Ja, das ist erstmal gar nicht in diesem Licht. Und die anderen Spenden sind steuerfrei. Darum ist das so problematisch, wenn du sie klaust. Die sind steuerfrei. Aber diese Spenden muss ich mit 50% versteuern, weil ich sie bar abgehoben habe als meine Einnahmen. Und das wissen auch alle. Ein Rezo weiß das, ein Montana Hero Penisbilder verschickt an seine 2-Millionen-Gruppe und über mich sich aufregt, weil ich Hurensohn gesagt habe und sagt bei jedem 100-Euro-Donation, verpiss dich, du Hurensohn. Bro, die Menschheit ist surreal. Der Typ trägt Tattoos in seinen Augen und Leute sagen, ich bin ein Hurensohn, weil ich hier ein Tattoo habe. Bro, das sind unsere eigenen Leute, die nichts gönnen. Das ist die Wahrheit. Und ich stand am Ende, ich habe eine Aufnahme mit Gebet, wie wir Dua machen, am Ende des Videos. Ich schicke sie dir auch dann später. Mhm. Hier, der Bre ist der berüchtigte Manager, er darf nirgendwo gesehen werden. Auf jeden Fall, er schickt dir alles. Aber der ist echt. Ist er echt? Echt, natürlich. Ja, okay, die sagen, das stimmt nicht. Okay, auf jeden Fall, der sieht echt aus. Also, Bruder, wir stehen da. Wir haben 1000 Zelte, am Ende gab es so weiße Zelte, unser letztes Geld. Und Pascal, muss man wirklich sagen, hat Sparbuch geplündert von seiner Tochter. Mhm. Wir hatten so viel Geld da ausgegeben, dass wir gar kein Geld mehr hatten. Und ich habe Streit gehabt mit Pascal und gesagt, hier sterben Menschen und dir ist dein Geld wichtig. Unsere Community hat uns so viel gegeben, wir müssen auch alles geben, was wir können. Er hat sein Sparbuch geplündert und das sagen wir auch im Video. Wallahi, einfach in Video zusammenrechnest, wie viel wir Essen gekauft haben, sind das 60.000 Euro. Wenn du das, nur das zusammenrechnest, aber Menschen sind Peach, Bruder, die wollen das nicht, die wollen lieber das. Und dann stehen wir da und beten, wir beten. Ich sage Shihino, mach so Hände. Er macht nicht, er sagt, ich bin Atheist. Wallah. Und der Typ ist Kurde, er redet über Türken, warum redest du über Türken, über Kurden, über Spenden, versteht ihr das? Und ich sage ihm, das ist eine Tat, die ich in meinem Kopf haben werde, wenn ich am Sterbebett liege. Und ich sage ihm dann dort, bestimmt haben sich, Achtung, wichtige Aussage, weil ich gesagt haben soll, ich bin ein Prophet. Astaghfirullah al-Azim. Ich habe gesagt, bestimmt haben sich Propheten damals jeden Tag gefühlt wie wir. Habe ich gesagt, ich bin ein Prophet? Nein. Was habe ich gemeint? Was habe ich damit gemeint? Dass die auch das gleiche gefühlt haben wie wir. Genau. Also, warum? Weil wir Leuten 1000 Mal Essen gegeben haben. Genau, genau. Geben wir jeden Tag Leuten 1000 Mal Essen? Nein. Nein. Aber das waren solche Menschen, die sowas jeden Tag tun. 100%, ja. Und darum habe ich mich so gefühlt wie sie. Ja, wie Nachfolger so. Genau, wie sie, ich war stolz drauf. Ja. Und er selber hat impliziert, ich meine, ich bin Prophet. Und das so erzählt. Was heißt das? Verstehst du? Und die Leute glauben das. Die glauben das nicht. Die wissen ganz genau, das stimmt nicht. Die wissen, er ist ein dahergelaufener Chiro. Aber ja, das ist diese, endlich. Ich habe bis heute nichts gewonnen. Endlich. Nur das ist das. So tief, dass man, dass es dann so hier in Arschloch juckt, hier, dann reden sie noch auch über deine Frau, Kinder, die bei mir zu Hause sind. Hi, na, ich will nicht beleidigen. Weil das ist dann diese letzte Option, damit ich reagiere. Ich weiß. Wozu, Bruder? Und das war in Türkei eine Tat, die ich mit Herzen gemacht habe, für Allah. Selbst wenn die ganze Welt sagt, ich bin ein Bastardsohn, aber ich weiß, ich habe das gemacht. Und Allah. Ist das für Allah halal? Wenn ich wirklich was Falsches getan hätte, wäre ich heute in Knast. Bin ich in Knast? Nee. Ganz kurz, ihr wart ja zusammen unterwegs. Yeah. Und er hat ja gemerkt, wie du die Spendengelder angeblich eingenommen hast. Yeah. Warum hat er da nichts gesagt? Weil es eine Lüge ist. Yeah. Und das Schlimmste ist ja, er hat mitbekommen, da, die 30.000, die ich dir gesagt habe. Mhm. Wir dachten ja, dass wir wenigstens die abheben können. Okay. Mhm. Konnten wir auch nicht. Das Konto wurde gesperrt. Also man hat bis heute auf das Konto keinen Zugriff. Weil das Konto ist quasi auf Pascal, aber er hat Mois geschrieben. Es kamen viele Spenden plötzlich rein. Und PayPal dachte, so ein Pascal nutzt Mois, jemand anderen, der ist Influencer. Und darum kamen viele Spenden. Das ist ein Fake-Aufruf. Gesperrt. Das heißt, ich hatte nicht mal das. Yeah. Wallahi. Und deswegen, schau mal, ich habe die Mission von dem nicht verstanden, von Huyeno. Aber du weißt ja, wie ich bin. Wenn ich jetzt private Probleme habe, Aufenthalt ist das, ich erzähle euch das. Ja. Dann habe ich auch alle meine Probleme erzählt. Du warst jetzt lang nicht bei mir, aber ich habe eine Frage an dich. Wenn jetzt Polizei hier kommt und ich habe nichts gemacht, aber sie würden Personalkontrolle bei mir durchführen, hätte ich dann Probleme? Sehr wahrscheinlich, ja. Ja, ich bin sofort weg. Also das wusste immer jeder. Also bei uns ist immer so, wenn Bullen kommen, ich muss sofort weg.
Weil ich bin hier, eigentlich darf ich hier nicht sein. Ich habe einen österreichischen Flüchtlingspass, mit dem man sich maximum 90 Tage hier bewegen darf. Aber ich mache seit 6 Jahren YouTube in Deutschland. Um auch, damit du die Leute, kannst du die Leute auch irgendwo verstehen? Vor Allah weiß ich, was ich getan habe. Yeah. Wenn ich für eine gute Tat so bestraft werde, dann ist es keine Strafe. Aber ist es nicht wichtig, trotzdem den Leuten klarzustellen? Die werden auch danach nicht anders denken. Glaub mir. Weißt du, wann sie anders denken werden? Wenn ich in dieser Zeit jetzt 30.000 Euro in meine Hände nehme, denkst du, ich habe keine 30.000 Euro und davon 30 iPhones kaufe und jeden Tag ein iPhone verschenke und sage, hier, das habe ich von meinen Spenden gekauft, willst du ein iPhone? Und diese Videos hochlade. Bin ich der größte Bastard auf diesem Universum, wenn sie nicht alle meine Eier lutschen nach einem Monat? Das ist die Menschheit. Oder ganz wichtig noch, vielleicht bevor, also vielleicht, weil du vorhin gesagt hast, ich gebe einen Fick drauf und dies und das. Das, Bruder, ich kann dir ehrlich sagen, ich habe das nicht gemeint, dass ich einen Fick drauf gebe, was die Leute denken, sondern, dass ich mit 33 ein Mensch sein muss, dem es egal ist, was man von mir denkt. 100%. Ich muss so sein. Bro, ich bin ein erwachsener Mann. Ich habe 6 Firmen. Mhm. Bro, ich habe Kinder. Ich will 10 Frauen. Ich heiße Alim Khan. Bro, Chinggis Khan hatte 20.000 Kinder. Ich will wenigstens 20. Meine Mission ist nicht im Internet. Ich meine damit, dass ich ein Mensch sein muss heute und mir das alles zeigt, egal was ich wem geschenkt habe, dass ich nichts davon zurückbekommen habe. Ich hätte das meinen Kindern schenken sollen. Mhm. Verstehst du? 100%, ja. Und jetzt muss ich mich nur im Spiegel sehen. Und ich weiß, dass jeder Cent bei Türken ankam. Auf meinem scheiß Unterarm steht ein Tengri-Tattoo. Türken waren Tengris. Wieso zum Fick steht das auf meinem Unterarm, wenn ich Türken hassen sollte? Was labert ihr, Bro? Das tut schon weh. Wallah. Und das ist das Ding. Wallah, Bruder, ich war da und ich habe jede zweite Minute geweint. Weil es hässlich war. Es gab Syrier, die unter Trümmern sind, Bruder. Kinder, alles Mögliche. Da war keine Nation, du bist Türke, Kurde. Da war jeder unter Trümmern. Und dann dachte ich, Subhanallah, Alter, hier gibt es gar keine Liebe. Und in dem Moment sehe ich einen anderen, der sagt, das ist meine Tochter. Und das ist gar nicht seine Tochter, er will dir Organe verkaufen. Verstehst du, Bruder, ich bin seitdem ein anderer Mensch. Meine Frau hat mir gesagt, dass seitdem ich da zurückgekommen bin, ich mich anfühle, als wäre ich jemand anderer, weil ich so, das hat mich, Bruder, Alter, weil das war nochmal Krieg, aber von Allah. Und ich weiß, dass das ein besonderes Ereignis ist für mich in meinem Leben, nicht im Internet. Bro, so jeder von uns hat Internet. Damals hatte ich halt 80 Abonnenten auf meinem persönlichen Facebook-Account und ich habe genauso gerne gepostet wie heute. Dieselbe Scheiße. Jetzt steht da halt was anderes, aber Bro, ich gebe nicht mehr Fix auf Internet als das. Das wollte ich damit sagen. Aber natürlich verstehe ich, dass Menschen, die denken, ich habe ihnen Geld gegeben und das war für die Opfer der Spenden und der Bastard hat das eingesteckt und Astaghfirullah, die sagen ja sogar, dass ich das verkokst haben soll. Bruder, wenn ich koksen will, habe ich genug Geld, aber Akhoyim Allah. Bro, was laberst du? Wieso sollte ich, was? Bruder, du bist Mäus, die Leute schenken dir. Ich scheiß auf Mäus, Wallah, Bruder, das meine ich ja. Verstehst du? Du weißt genau, dass das so ist. Was muss ich denn kaufen da? Wie soll ich 100.000 in Koks ausgeben? Weißt du, wie ich aussehe dann? Was? Und das ist das, Bruder, Alter. Natürlich verstehe ich, wenn die Leute traurig sind und denken, der hat unsere Spenden ausgegeben. Aber ich weiß, dass jeder, der das sagt, weiß, dass es nicht so ist. Aber wenn du enttäuscht bist oder so, Bruder, dann ich bin enttäuscht von mir selber. Von dir selber nicht, Bruder, sondern von den Leuten, mit denen du gut warst und dich nicht in Schutz nehmen. Aber von den Leuten, die gespendet haben, die denken nur so, was die von den Leuten, von anderen Leuten mitbekommen haben. Das stimmt auch, das stimmt auch, Wallah. Die wurden halt krass manipuliert. Ja, weil die sind nicht schlau. Wenn die schlau, würden die nicht irgendwelche Leute folgen, also... Aber mal, die haben es auch perfekt gemacht, muss man ehrlich sagen. Die haben es perfekt gemacht. Ja, guck mal. Die haben es wirklich perfekt gemacht. Wallah, Hut ab. Ich habe keinen Hut, ich habe noch Haare. Ja, ich habe Haare und deinen Hut klarzustellen. Weil guck mal, du hast über die Jahre so einen Namen aufgebaut, dass man ein gewisses Vertrauen zu dir hat. Und man sagt ja, man hat dir 100.000 Euro gespendet. Und kein Mensch, der dich schlecht findet, gibt dir Geld oder spendet das im Guten. Verstehst du? Nee. Das heißt, alle, die das Geld gespendet haben, haben den Alim geliebt, den sie kannten. Ich habe auch aus Liebe alles gemacht und deswegen mein eigenes Geld reingesteckt. Für Steuern meinen Schwanz hingehalten und es wurde noch 8 cm abgeschnitten und es sind nur noch 23 übrig. Was mich enttäuscht hat, war halt so dieses, sag alles, was du willst über mich. Alles, wenn du willst, scheiß in meine Augen und durch mein Arschloch raus. Was du willst, Bruder.
Nenn mich Antichrist, kein Moslem, kreuzige mich nochmal. Was du möchtest, aber mach das mit mir. Nicht mit meinen Kindern und nicht mit meiner Frau. Und das hat nichts mit Enttäuschung zu tun. Das hat damit zu tun, dass du den Vater in mir wecken wolltest. Genau wie ihr zwei werden sie alle hier sitzen. Uqsumu billah. Weil sie für Geld alles tun werden. Ja, ne? Und ich gebe ihnen Geld. Wallah. Und also hast du uns gekauft. Euch nicht. Dir war die Freundschaft wichtig. Ja, wallah. Aber ich sage dir ehrlich, trotzdem der eigentlich nicht gut ist mit mir und trotzdem der Einzige war, der gutes Wort verloren hat. Ja, es ist so. Nein, aber in der Zeit habe ich halt das als Test gelassen für alle. Ich habe geguckt, wer zeigt welches Gesicht. Mhm. Ich habe wallah so 4 Monate geguckt. So. Bruder, aber es gibt viele Leute, die sind Mitläufer und so. Ne? Wenn einer sagt, boah, Mois hat das und das gemacht, die springen einfach rauf, die sagen, ja, Mann. Aber das ist normal, das ist unsere Schuld. Bruder, weißt du, wie viele mir gesagt haben und so, Mois, mach dich nicht, Mois hat dich beleidigt. Nein, hab ich nicht. Bruder, viele haben mir das gesagt. Wäre ich Mitläufer, ich würde sagen, oh, jetzt kann ich ein YouTube gegen. Ich bin ohne Seife aus Arsch rausgekommen. Wallah. So, und ich weiß, dass du auch ohne Seife aus Arsch rauskommst. Und in diesem Video habe ich dann gesagt, der Junge kommt ohne Seife aus Arsch raus. Wenn er jetzt reinkommt und dir Maschara macht, habe ich keinen Bock drauf. Aber sonst weiß ich nicht, wie der drauf ist. Sonst ist er sympathisch. Deshalb, mehr habe ich nicht gesagt. Ja. Wallah. Das, was aber du weißt schon, was mir im Privaten dann erzählt wurde. Ja, ich habe mich mit dem getroffen. Ich kann das ahnen, ja. Die Zeit war schon hart. Ja, ich glaube es dir. Weißt du, man, jeder andere, Bruder. Also, und das war auch irgendwie so, als ob man wollte, dass ich sterbe. Das unterschätzen viele. Ja, Wallah. Das ist ein sehr, sehr viele kommen mit sowas gar nicht klar. Stell dir mal vor, ich bin wirklich psychisch krank und auf Kokain. Ja, und du tust und ich höre das. Also, ich würde mir schauen, was dann tun. Das ist das. Ja, Wallah. Aber was erwarten Sie denn dann? Sie erwarten ja genau das. Ja, Menschen sind schadenfroh. Aber sie wollen das. Das ist ja das, was sie damit versuchen eigentlich, aber nicht aussprechen. Der Chieno, der dann geht, wo er sieht, dass du Kokain genommen hast, dachte, ich bin auf Kokain geblieben. Mhm. Und jetzt gibt er mir den Gnadenstoß mit 120 kleinen 2 cm Schwänzen. Ja, ja, ja. Das war der Plan. Ich kam halt genauso. Das wusste er halt nicht. Jetzt ist das Ding. Spaghetti Break. Er ist ein App-Entwickler. Spult die Zeit vor, er war dann 9 Monate an meinem Sack. 9 Monate. Er ist danach nicht zurück nach Hamburg gefahren. Weißt du, was er gemacht hat? Ich habe in Neuss gelebt. Er hat neben mir eine Wohnung gemietet. Auf komplette Ex-Freundin, die jeden Morgen vor meiner Tür chillt. Sehr unangenehme Ex-Freundin. Wallah. So, dass sogar meine Frau sich Sorgen gemacht hat, ob der Bre gay ist. Und mich das gefragt hat. Wallahi. Auf ganz komischen Film. Und ich dachte, der ist psychisch krank und wollte ihn nicht wehtun. Dann hat er eine 400-Euro-App rausgebracht, die er einen anderen bezahlt hat. Das hat er nicht mal selber gemacht. Und dann sagt er, kannst du die App groß machen? Mach eine 50-50. Ich sage, guck mal, Bruder, ich kann diese 400 Euro selber zahlen und mach sie 100-0. Aber wenn du meine Hilfe brauchst, helfe ich dir gerne. Machen wir die App. Diese Spaghetti-Pitch. Yeah. Ich habe 210 Videos gedreht und du hast fast alles richtig gesagt. Mit dem Unterschied, die Abmachung war 50-50, 50 du, 50 ich. Ich kümmere mich um die Vermarktung und dass wir überhaupt Geld haben, weil du hast kein Geld. Damit die App groß wird, muss ich fragen, folgst du Mois? Hast du meine App? Ja. Warum sollte das Klicks machen? Erst wenn ich Minimum 600 Euro verschenke, klickt das Klicks. Ja, ja, ja. Das heißt, jemand muss vorinvestieren. Genau, genau. Ja. Sonst ich habe gesagt, ich investiere vor. Kaufe diese ganzen Geschenke für die App und nehme kein Geld für die Werbung der App als Influencer. Ich schalte Mois Influencer aus, nur Mois Alim Bruder. Gibt es keinen Influencer. Ich investiere vor, ich drehe die Videos und danach von dem Geld ziehe ich das, was ich investiert habe, zurück und 50-50. Das war die Abmachung. Bis 15. September war er auch ganz da, die ganze Zeit bei mir. Und ich habe diese App auf App Store über 1 Million Downloads gebracht. 6.500 positive Bewertungen. Und er hat, Achtung, 2 Millionen Euro von einem anderen App-Entwickler bekommen, weil die App so performt hat. Und das war der Deal. Wenn sie so performt, kriegt er 2 Millionen Euro. Und er hat sie bekommen, mir davon nicht einen Cent gegeben. Und ich habe in diese App 120.000 Euro investiert. Aber ist das kein Minusgeschäft für dich? Weil du investierst ja und machst noch Hälfte mit ihm. Ich dachte wenigstens das. Yeah. Ich dachte, weißt du, ich meine, ich dachte, Bruder, ein zweites Standbein nebenbei aufbauen und wenn er gut Apps machen kann, profitiere ich von dem. So habe ich gedacht, verstehst du? Gar kein böses Blut mit ihm gehabt. Zeit ist einfach gekommen zum Teilen.
In Tschetschenien hatte ich einen sehr nahen Verwandten und bei meinen Verwandten, ich habe wenige Verwandte, die ich liebe. Ich will nicht näher ins Detail gehen oder so, viele von denen haben meine Mutter nicht gut behandelt und so. Mhm. Aber es gab einen, den ich sehr geliebt habe, der ist gestorben, Allah erhamo. Und Bruder, dann war, ging mir sehr schlecht. Wallah. Meine Frau hatte ich dann Streite gehabt, irgendwie jeden Tag, dies, das, die ist dann zu ihrer Mutter gefahren. Bro, es war die hässlichste Zeit in meinem Leben. Die hässlichste Zeit, die es gab. Nie harte Drogen konsumiert, außer Gras. Gras ist für mich auch keine Droge. Ich habe auch keinen Bock auf diese hier. So, das, ich werde auch nie wieder einen Joint verstecken, wenn ich rauche. Ich bin voll Kamera genau, wie ich hinter bin. Wenn es dir gefällt, gefällt es dir, wenn ich ganz schnell. Bruder, der Typ ist gestorben. Kein einziger Freund ist da. Jeder sagt, ich bin ein Bastard, egal was ich verschenkt habe. Bro, dann kommt ein Kollege, der hat Koks dabei. Und Sheno ist auch da. Irgendwas ist passiert, ich erzähle was, ich weine, mir geht schlecht. Dies, das. Und er sagt, Bruder, du musst runterkommen, du wirst dir was machen. Dies, das. Er wollte sich um mich kümmern und hat mich irgendwie überredet, eine Nase zu nehmen. Das ist, ich schwöre bei alles, was euch heilig ist. Du weißt, glaube ich, wie man aussieht, wenn man Koks nimmt. 100%, ja. Du weißt auch, wie diese Haut hier aussieht, wenn man Koks nimmt. Ja, und wie so. Ganz genau, nicht wie bei mir. nicht wie bei mir. Ich habe ein einziges Mal dort diese Line genommen und irgendwie hat dieser Shieno dann damit mich zu den größten Kokser der Welt gemacht und er war der, mich da hingefahren hat überhaupt. Sehr fraglich, was seine Mission war. Und ich glaube, der war geistig ein bisschen behindert. So, auf jeden Fall schuldet er uns circa fast 1 Million Euro. Boah. Ich habe wirklich sehr heiß darauf gewartet, dass ich das Geld kriege. Und er hat aber von heute auf morgen dieses Türkei-Ding völlig aus dem Kontext, ich weiß nicht, woher er das hat, erzählt. Aber warum? Die Frage war halt, warum erzählt er das über die Spenden? Wir müssen auch gleich nochmal als letzten Punkt ein letztes Mal noch auf die Spenden eingehen. Aber um Shieno und seine Intention zu verstehen, was seine Mission war, weil die habe ich nicht verstanden. So, wir waren halt normale Freunde. Wir haben auch keinen Streit gehabt. Dann hat er gesehen, ich habe eine Downphase, meine Familie war nicht da. Yeah. Jetzt ist Alhamdulillah sie wieder da. Das ist fraglich, wieso du als Freund genau dann von mir Abstand nimmst und dich nicht mehr meldest. So. Und dann war halt das Erste, was ich gesehen habe, diese Videos. So, und genauso viel weiß ich auch wie du. Dann habe ich ihn geschrieben, den Chat habe ich noch. Bitte melde dich, was ist los? Genau, wo ich einmal im Leben so abgestürzt war und auf Koks war, hast dich verpisst. Ist was passiert, Digga? Wenn ich dir was schulde, zahle ich dir das natürlich. Aber wo bist du? Melde dich. Das habe ich ihm geschrieben gehabt. Der hat dann noch mehr Videos gemacht irgendwie. Dann hat er diesen Chiro Lukas irgendwie 200 Euro gegeben und der sieht jetzt noch mehr Junkie aus, als er je aussah und meinte, ich habe ihm keine Wohnung gekauft und nur gemietet. Ach, tut mir leid, du Penner. So, was laberst du? Hat dann der Vater von Shieno ihn angerufen. Nicht wir haben den angerufen. Die haben durch ein paar Kurden, weil wir auch kurdischen Manager und alles, Bruder, so durch diese Kontakte, kannten die sich irgendwie und haben dann Magomeds Nummer genommen und ihn angerufen, weil sie wissen, das ist halt mein einziger Verwandter hier. So, sonst habe ich hier keine Verwandte. Nicht wegen das, wir wollen Probleme. Ist halt einfach, Bruder, das ist ein Baumeister, so, der macht sein Ding, Schlosser, alles Mögliche. Der hat nichts damit zu tun. Der wurde halt angerufen, gefragt, hey, dein Neffe schuldet mir Geld, hat er ihm gesagt. Also dein Neffe schuldet seinem Vater Geld, also von dem Sheno. Und dann hat er mich rangeholt und gemeint, Digga, was hast du für Scheiße gebaut? Ich meinte dann so und so, das sind meine Beweise, ich habe sogar Rolex verschenkt, Santos verschenkt. So, wie soll ich in 20.000 Euro schulden, wenn ich dreimal eine Rolex verschenkt habe für die App? Wie geht sowas überhaupt? Wie ist das möglich? Wie ist das rein physikalisch möglich, wenn da Tunsch Dütz steht in der App? Und ich stehe nirgendwo, aber ich mache 200 Videos für ihn, wo Tunsch Dütz steht jeden Tag. Wie soll ich ihm Geld schulden, Bro? Und das habe ich halt ihm auch gesagt. Und dann meinte sein Vater zu ihm, ja, okay, kommt, lasst uns klären. Der Vater meinte zu ihm, kommt, lasst klären. Dann meinte er, wir bringen unsere Beweise, ihr bringt eure Beweise. So, und ich hatte alle meine Beweise hier in Handy aufgeschrieben. Und das war's. Ich wollte auch erfahren, wie so mit mir redet. Und der hat gesagt, aber mein Neffe will, wenn wir euch was schulden und zahlen, weil Bruder, in meinem Kopf, ich kriege 600.000 Euro, ich freue mich. Ich wollte meine Frau noch ein Haus kaufen. Und ich gehe mit diesen Gedanken ein, voll gut drauf, voilà. Wir haben alle so richtig gute Uhren angezogen und so, waren voll gut drauf alle. Und fahren nach Hamburg. Der meinte sogar, den Sprit bezahlen, wir haben die Sprachnachrichten. Genau, wir können die Sprachnachrichten auch einspielen, wenn ihr wollt. Wir können sie euch geben. Gab es schon mal ein Treffen? Nein. Noch nie? Noch nie. Das sollte das erste Mal sein, okay? Nach der ganzen Scheiße auf YouTube und Internet. Ja. Der Vater hat ihn aber gesagt, nimm aber Mäus mit. Okay. Ich wusste auch nicht, wieso Mäus mitnehmen werden soll. Nimm auch Mäus mit.
Da haben sie mich mitgenommen. Und da, wo wir uns treffen sollten, um 21 Uhr, waren 120 LKA-Autos und alles Mögliche. Okay. Also habe ich dann rausgefunden, erst dann, er wollte mich überhaupt mit diesen Videos locken, weil er wusste, ich bin ein heißer, behinderter Typ im Kopf und Tschetschener. Wenn jetzt jemand die Lügen über mich erzählt und sagt, ich bin das und das und habe noch Spendengelder veruntreut, obwohl ich ja weiß, der schuldet mir 600k, dann werde ich ihn wohl safe zusammenschlagen. Damit hat er gedacht und gerechnet, dass ich mit Knarren da bin. Das dachte er. Wir sind dann angekommen, es war nicht so. Wir wollten mit dem einfach nur reden und unsere Beweise zeigen und dann wurden wir verhaftet. Und er dachte sich, okay, ich logge den mit den Videos, bringe den nach Hamburg, lass den verhaften, dann bin ich ihm los. Weil er wusste, welche Probleme ich habe. Er wusste, Aufenthalt ist, Steuer habe ich auch ein bisschen was gedrippt, rechts, links. Und wie wurdest du wieder entlassen? Was hast du gesagt? Das ist mein Pass. Siehst du das, Österreich? Das ist nicht mal ein Pass, das ist ein Passersatz. Und dieser Pass gilt für alle Staaten außer Russischer Föderation, ausgestellt in Wien. Und der gilt gar nicht in Deutschland. Der ist nur für Österreich. Hat er hier Aufenthalt? Hat er Papiere? Wo hat er Papiere? Dann gab es 450 Polizeibriefe, die an mich ankommen müssen. Dieses RS7, was du noch da stehen hast, der hat rote Briefe verursacht und ca. 14.000 Euro. Und die müssen sie mir geben. Nicht die Zahlen, oder? Nein, doch. Wieso ich überhaupt drin geblieben bin, war, ich war in dieser Affenzellen da, oder wie sie heißen, diese... Da darf man ja nur 2 Tage drin bleiben. Ja, genau. Und ich habe halt, halt noch nie Scheiße gebaut, weswegen ich keine Fingerabdrücke abgeben musste. Aber ich habe gesagt, ich habe den nicht dabei. Ich habe nicht, weißt du. Und die konnten mich einfach nicht identifizieren. Okay. Weil der in Deutschland. Ja, sie haben mich in Deutschland rausgelassen, Bruder. Ach so, okay. Seid ihr nochmal mit ihm in Kontakt treten? Bro, natürlich, der ist nicht da. Wir finden ihn nicht. Ach so, alle und seine Familie. Es gibt ja Leute, die sich für ihn eingesetzt haben. Der hat Kurden eingeschaltet. Ja, genau. Ich will jetzt deren Namen nicht nennen. Und wir haben alles halal gemacht. Wir haben zum Beispiel, im Normalfall macht man das so, der schuldet uns Hack. Und der hat alles, was ich 6 Jahre versucht habe aufzubauen, er hat versucht, das zu töten, unserem Brot anzupissen und meine Familie, seine Familie, seine Familie, die durch mich Geld verdienen, alle tot. Der hat alleine 7 Kinder. Und das ist sehr schlimm eigentlich. Mhm. Und deswegen macht man normalerweise, man fährt hin und macht irgendwas. Okay. So. Aber wir haben halt diesen Kurden-Ding auch respektiert, weil wir wollten nicht, dass es ein Konflikt zwischen Nationen wird, weil ich dachte, das war sein Plan. Mhm. So wäre er beschützt worden, wenn Tschetschener und Kurden eine Scheiße haben. Dann hat mein Onkel gesagt, ja, lasst uns mal normal dort hingehen und so wie die das handelsüblich machen, bei deren Leuten, als wären wir auch selber Kurden, anfragen und das denen schildern. Haben wir auch alles gemacht, die haben uns Hack gegeben, Recht gegeben und gesagt, ey, ihr müsst jetzt an den Tisch kommen. Ja. Und so stand das Treffen. Okay. Und er hat damit halt seine Leute auch verraten. Ja. Und die stehen jetzt am nächsten Tag quasi. Ja, die wollen auch wissen, wo der ist. Ja. Also der ist jetzt untergetaucht komplett? Ja. Was ist mit den Spendengeldern und sind die Spendengelder angekommen? Alles, jeder einzelne Cent, der gespendet wurde, auch wenn PayPal gesperrt wurde, okay, weil du sagst, das Geld wurde ja eingefroren. Ja, aber trotzdem haben wir genau diesen Anteil 2-mal gespendet. Okay. Diese 30, es wurden fast 60.000 Euro da gespendet. Okay. Es wurden von mir persönlich 60.000 Euro in Türkei ausgegeben. Und auf diese 60.000 Euro habe ich auch nochmal Steuern bezahlt. Wallah. Die Spenden, die gefroren wurden, in meinem Herzen fühle ich mich dann wie ein Bastard, wenn die gefroren sind, ich schon in Türkei bin. Und dann denke ich mir, Bruder, ist haram. Irgendwann entsperren sie die, ich strecke das vor. Aber Bruder, bis heute ist das nicht zurückgekommen. Ich sage dir ehrlich. Weil, guck mal, bis dahin hast du versucht anzurufen bei PayPal und so? Bruder, das gehört Pascal. Pascal hat sich auch verpisst. Ach so. Ja, das ist ja der Film. Und Pascal war dieser Vollmacht. Er durfte mein YouTube-Geld abheben. Dann hat irgendwann Finanzamt geschrieben, der hat ein paar Probleme bei uns, schuldet euch Geld. Dann hat mein Management und Pascal auch Filme gemacht und gesagt, oh, Finanzamt hat uns gesagt, wir dürfen dich nicht mehr auszahlen, sorry. Ja. Ah. Und ich habe 6 Monate mal 100.000 Euro nicht auszahlen können. Ich nehme der Community gar nichts übel. Wallah. Ich weiß auch, dass sie eigentlich alles gute Menschen sind und die kennen mich nicht. Ja, wallah. Weil egal, was du über mich gesagt hättest, ab jetzt, wenn du was über mich sagst, das wird mich traurig machen, weil wir kennen uns jetzt ein bisschen. Ja, ja, ja. 100%. Aber bisher so, ich wäre niemals wegen dir traurig. So. Du kennst mich nicht. Genau, genau. Aber wenn wir uns einmal im echten Leben sehen, dann kennen wir uns. Aber das ist die Matrix, das ist nicht echt. Ja, deswegen sage ich dir, Freunde, die kein gutes Wort jetzt über dich sagen in YouTube und so, deswegen kannst du enttäuscht sein. Sie waren mir nur eine Lehre. Eine starke Lehre. Mein Opa hat gesagt, 30 Jahre Schule, 30 Jahre Leben. Das ist sehr wichtig gewesen. Jetzt vergleich mal den Zeitpunkt zu deinem Halbzeitpunkt.
oder wirklich, wo nice auf Scheiß und dies und das, yeah, wie die Leute ankamen. Und heute, wo sie einen Grund gesucht haben, in was für Gesichter, also was für Menschen, und die auf einmal vor dir haben. Alle haben nicht Scheiße gelabert. Es labern trotzdem viele Scheiße und es macht trotzdem Klicks. Mhm. Ob gut oder schlecht. Und nice auf Scheiß kommt jetzt mit unserem Brie. Mhm. Ich, es ist halt, weiß ich mal, es, ja, ist, und ich darf jetzt, und jetzt einfach echt sein. Würde, wenn es der Wahrheit entsprechen würde und du trotzdem deinen Weg gehen würdest und würdest den höchsten Punkt, würde auch klappen. Würde klappen. Und das ist das, ist das Eulische. Weil wir sehen ein Paradebeispiel mit sehr vielen Zuschauern gerade, ja, und der hat etwas, meiner Meinung nach. Das Thema ist ein sehr, sehr grenz, also da gibt es für mich. Aber schau, da, die haben ein Dorf, alle zusammen. Okay. Die decken sich alle. Ja, und das ist das Traurige. Weil ich weiß, was ich gehört habe und gesehen habe. Wir kommen aus einem aussterbenden Volk. Unsere einzige Mission war, viele Kinder zu machen, weil nur 800.000 von uns leben noch. Dörfer bauen ist unsere Spezialität. Und jetzt ist zum Beispiel, der ist jetzt im Dorf. Egal, wie sie über dich reden, du bist auch im Dorf. Das heißt, jetzt, wenn jemand angreift und wir wären keine Chiros und alle drei decken sich, dann haben sie nicht mehr so viel Macht. Aber sie tun das seit Jahren. Nur so machen sie sich groß. Und ich dachte, es ist nicht so. Ich dachte, jeder macht einfach so Kamera an wie du, hat Spaß und so. Hihi, huhu. Und im Hintergrund ist nichts. Mhm. Bro, das ist nur im Hintergrund. Die machen zuerst Hintergrund 99% und dann einmal furzen vor Kamera. Und dann postet der und alles war geplant. Auch jeder Skandal ist geplant und so. Das ist das alles extra zu jedem Release und so. Auf geistig behindert. Das Schlimmste, was solchen Leuten passieren kann, ist eigentlich, dass man so sitzt und so redet. Mhm. Weißt, ja, man? Und man hat dann Klicks, 100%. Weil sie haben ja auch Klicks. Und die machen es nicht anders und die haben viel schlimmere Sachen, also das Schlimmste, ja, ist ja, wir akzeptieren die Gerüchte und sagen, tun sogar so, als ob sie echt waren, mhm, und sagen Schlimmeres als das, selbst wenn es echt gewesen wäre, aber wir haben nicht mal was getan. Das. Und das ist ja das Traurigste, wallah. Das ist leider trotzdem das Traurigste. Ja, wallah. Wallah ist das Traurigste. Und das Einzige, was meiner Meinung nach nutzt, ist, ich verzeihe jeden, wallah. Und ich hoffe, man nimmt meine Entschuldigung an. Wenn man mir nicht verzeiht, ist das auch okay. Beleidigt aber nur mich. Das ist gar kein Problem. Jeden Tag. 24/7, ich feiere die Mission und die Rolle des Bösewichts. Ich sehe auch jetzt so aus. Wirklich. Ich sehe so aus, als ob ich in deinen Hals beißen würde. Und das ist auch so. Deswegen beleidigt nur mich und verzeiht mir, wenn ihr auch bis heute mir nicht glaubt. Aber das Einzige, was ich tun kann, ist halt weitermachen jeden Tag und einfach so das tun, was ich am besten kann. Mhm. Und niemand kann halt Videos drehen. Niemand kann wirklich Videos drehen. Diese Mascharas sitzen in ihrem Zimmer seit 8 Jahren und reagieren auf solche Videos wie meine. Ja, ja, genau. Ja, weil sie keine Videos drehen können. Mhm. Was? Und diese ganze Scheiße hier brodelt, damit ich einfach keine Videos drehe. Wegen dem kann ich seit 2 Jahren nicht wirklich Videos drehen. Ich weiß nicht, wohin die Reise führt, aber ich werde auf jeden Fall kein Gesicht, was jetzt gezeigt wurde, vergessen. Und wir werden alle zusammen mal Tee trinken. Und ich entschuldige mich bei jedem Türken ganz besonders, dass ihr sowas von mir gedacht habt. Meiner Meinung nach habe ich mich auch nie als solches gezeigt, von dem man so denken kann. Aber vielleicht habe ich mich falsch gezeigt. Inshallah werde ich mich ab heute versuchen, so zu präsentieren, wie ich in meinem Inneren auch bin. Was auch bedeutet, dass wenn ich zum Beispiel eine Kippe rauche, ein Joint anzünde, es vielleicht besser ist, das einfach zu zeigen. Weil sonst redet ihr über mich, dass ich einfach Koks ziehe. Versteht ihr? Weil dann wisst ihr wenigstens, wer ich bin. Ich bin genau so, wie ich bin. Und dann gibt es auch neue Sachen zu erforschen. Vielleicht Podcasts auf neuen Joints. Verstehst du? So, ich habe keinen Plan, wohin die Reise führt. Aber für was habe ich jetzt diese Effendi mich gezeigt mit Anzug? What so? Wenn am Ende eh das ist. Ich will einfach so sitzen, wie ich jetzt bin. Ja, ich habe hier Tattoo und dies, das. Aber ich habe, wallah, heute alle Gebete gemacht, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Und nicht, weil ich es euch sagen möchte, aber es gibt auch solche Menschen wie mich. Ich bin ja so, versteht ihr? Vielleicht ist irgendwas falsch an mir, aber ich scheine interessant zu sein, sonst würden die Jungs hier auch kein Video mit mir drehen. Und deswegen, ich bin so, wie ich bin, wenn man mit mir... Bitte? Kein Freitagsmoslem, auf jeden Fall. Kein Freitagsmoslem, auf jeden Fall. Mein Herz brennt für Allah, egal wo ich bin. Und ich habe immer das Gefühl, dass jemand von oben mich anschaut, seit meiner Geburt. Und wenn das da ist, hat mir mein Opa gesagt, dass noch alles stimmt in meinen Eiern. Und was er gesagt hat, ist mir wichtiger. Wir sind wie ein Virus. Wenn man uns nicht ganz tötet, Kopf abschneidet, es nach East California bringt und mich in Colorado, dann bringt's nichts. Nächstes Mal bitte meinen Kopf köpfen. In dem Sinne, Leute, ich hoffe, ich habe alles gesagt. Bruder, jetzt. Auch, ja. Ich küsse dein Herz.
Dankeschön. Bruder, ab heute können wir auch wieder offiziell chillen, bis du wieder meine Schuhe klaust.